Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Blut, der Treibstoff des Lebens. Es transportiert Nährstoffe durch den Körper, spült Fremdkörper hinaus und versorgt die Organe mit lebenswichtigem Sauerstoff. Jährlich werden 250.000 Liter Blut benötigt, damit Krankenhäuser und Ambulanzen optimal versorgt sind. Organisationen wie das Deutsche Rote Kreuz werben deshalb immer wieder für die lebenswichtigen Blutspenden. Aber noch immer sind nur 2% der Deutschen dazu bereit. Warum ich nicht Blut spenden gehe, da habe ich mir noch keinen Kopf drüber gemacht, warum ich nicht gehe. Immer die Ausrede der Zeit. Ansonsten hindert einen eigentlich nichts, nein. Könnte man machen, sicherlich. Also früher konnte ich immer nicht, weil ich Tabletten genommen habe und dann bin ich eigentlich nie damit angefangen. Es hat aber keinen besonderen Grund. Ja, ich habe schon ein bisschen mehr zu tun, aber es klappt nicht bei mir. Aber zum Glück gibt es ja noch viele Menschen, die regelmäßig spenden gehen. In der Grundschule der Verden treffen sich über 100 Freiwillige. Eine davon ist Ilmtraut Meier. Sie ist heute zum 67. Mal Blutspenden, für sie so selbstverständlich wie die Luft zum Atmen. Erstmal ist es wichtig, weil jeder Mensch eigentlich Blut gebrauchen könnte. Wenn man Auto fährt, kann man schnell mal einen Unfall haben und man braucht einfach Blut. Und ich kann nicht verlangen, dass andere Leute für mich Blutspenden gehen und ich selbst nicht gehe. Nach den Formalitäten geht es zum ersten Bluttest. Hier wird überprüft, ob die Spender gesund sind und das Blut geeignet. Die erste Hürde ist genommen, es geht weiter zum Gesundheitscheck. Arzt Thorsten Genn prüft Blutdruck und den allgemeinen Zustand der Patienten. Erst mit seiner Zustimmung darf das Blut abgezapft werden. Nicht selten muss er Menschen nach Hause schicken, dann ist die Enttäuschung groß. Denn viele Spender schwören auf eine positive Wirkung durch das Blutspenden. Ja, viele Leute sagen, dass es ihnen nach der Blutspende deutlich besser geht. Nachgewiesen ist, dass es ein etwas geringeres Risiko gibt, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken. Ob das mit der kurzfristig stattfindenden Blutverdünnung zu tun hat, ist nicht ganz klar. Es ist eine Erfahrungstatsache, dass viele Leute sich deutlich besser fühlen. Aber bei Meier ist wie immer alles in Ordnung. Das eigentliche Blutabnehmen braucht nur wenige Minuten, also nichts im Vergleich zu dem ganzen Prozedere davor. Nur ein kleiner Stich, dann ist auch schon das Schlimmste vorbei. Beim Anblick von Nadeln wird Ilmtraut Meier immer etwas mulmig, aber sie guckt einfach weg. Für die gute Sache muss man halt auch mal über seinen eigenen Schatten springen. Auch direkt Angst habe ich nicht, ich muss es nur nicht sehen. Ich muss nicht hinschauen, das muss man ja auch nicht. Hauptsache das Endergebnis stimmt. Und nach 6 Minuten ist es dann geschafft. Ein halber Liter Blut wechselt den Besitzer. Damit der Kreislauf nicht schlapp macht, gibt es im Anschluss einen kleinen Snack. Dank der freiwilligen Helfer, die für das leibliche Wohl sorgen, mangelt es an nichts. Die Blutspender bekommen außer dem Essen keine Vergütung, aber das ist Meier egal. Das Glücksgefühl nach dem Spenden ist für sie ohnehin mit Geld nicht aufzuwiegen. Ja, das ist irgendwie so ein freies Gefühl, Glücksgefühl, so frei. Einfach eben einfach frei, freier. Und man weiß, man hat was Gutes getan. Das ist auch ein sehr schönes Gefühl, finde ich. Ein Gewinn also für beide Seiten. Meier ist auch das nächste Mal dabei. Sobald wieder Blut gebraucht wird, ist sie bereit, die Ärmel hochzukrempeln.